Herzlich willkommen zu diesem Blender AI Video Tutorial über das Entstehen eines 3D-Werks. Mit den gelernten Grundlagen über den 3D-Raum, den Aufbau von 3D-Objekten und das Ändern des Aussehens von 3D-Objekten können wir unsere Reise in die allgemeine 3D-Welt mit einem Überblick über das Entstehen einer kleinen 3D-Animation beenden. Wie wir schon gelernt haben, beginnt man damit, sein 3D-Objekt zu erstellen und hübsch zu machen. Wir benutzen gleich mal den Würfel aus den vorherigen Lektionen und möchten ihn einfach mal über den Boden rollen lassen. Dazu erstelle ich mir einfach mal eine Ebene, skaliere die auf, etwa so, platziere den Würfel darüber, sagen wir so. Okay. Ja, damit wären wir dann auch schon beim nächsten Schritt, der Animation. Hier geht es grundsätzlich darum, mit Schlüsselbildern, auf Englisch Keyframes, markante Positionen zu definieren. Das 3D-Programm kümmert sich dann selbstständig um die Zwischenschritte. Deswegen wechsle ich mal in die Ansicht von, in dem Fall von vorne, und bewege den Würfel nach oben. Machen wir es mal nicht in der perspektivischen Ansicht, sondern in der orthogonalen. So. Also, ich befinde mich jetzt in Bild Nummer 1 und setze hier ein Schlüsselbild und gehe dann weiter. Bild Nummer 21. Bewege den Würfel hier runter und drehe ihn am besten gleich noch ein bisschen. So. Hier setze ich dann noch ein Schlüsselbild. Dann geht es weiter. Dann bewege ich den Würfel erstmal hier hin. Drehe ihn wieder, setze hier noch ein Schlüsselbild und das ganze manuelle Erstellen von Schlüsselbildern kann ich mir sparen, indem ich hier die automatische Schlüsselbildaufzeichnung aktiviere und dann gehe ich weiter. Okay, so, dann weiter. Jetzt muss ich also praktisch keine Schlüsselbilder mehr erstellen, weil diese werden jetzt automatisch erstellt. Wenn Blender also merkt, dass ich irgendwas geändert habe, wie jetzt zum Beispiel, dann denkt er sich, aha, jetzt muss ich ein neues Schlüsselbild erstellen und somit fällt dieser Arbeitsprozess flach und es geht viel schneller voran. Okay, jetzt habe ich also über eine bestimmte Zeit, und zwar um genau zu sein, 141 Frames, also Bilder, eine Animation erstellt. Das können wir uns das mal anschauen. Naja, also es gibt natürlich auch die Möglichkeit, eine Physiksimulation zu erstellen. Mit der würde es auf jeden Fall realistisch aussehen und nicht so wie hier. Aber es ist ja nur eine Demonstration. Von daher sage ich jetzt erstmal, dass wir das so nehmen, obwohl es nicht wirklich gut ist, aber. Das ist jetzt erstmal nicht der Punkt. Okay. Mit dieser mehr als einfachen Animation kann man sich jetzt darum kümmern, das Gesamtbild der Szene zu gestalten. Sprich, man kümmert sich um die Ausleuchtung und animiert die Kamera. Für die Kamera verwende ich jetzt eine schnelle Methode, und zwar, ich sage einfach, die Kamera soll jetzt diesem Würfel hier folgen. Das geht mit sogenannten Constraints, also Beschränkungen. Und ich sage Track to, das heißt verfolgen, den Würfel. Und zwar mit der Z-Achse, denke ich, ja. Und oben soll die Y-Achse sein. Ne, das war falsch, die minus Z-Achse vielleicht. Schau mal. Ja, genau. Und wir sehen, die Kamera folgt dem Würfel. Wenn wir uns das mal durch die Kamera ansehen, dann sieht die Animation jetzt so aus. Genau. Wunderbar. Die automatische Keyframe-Aufzeichnung können wir jetzt erstmal deaktivieren. Denn wir werden jetzt nichts mehr ändern, was wirklich animiert wird. Denn die Kamera folgt von sich aus. Wir müssen also nicht sagen, okay, Kamera, jetzt beweg dich hier nach links oder dreh dich nach links und
bleiben möglichst immer auf dem Würfel, sondern die macht es von alleine. Okay. Schauen wir nochmal von oben. Duplizieren wir uns mal das Licht. Zweimal. Und sorgen für eine schöne normale Dreipunktausleuchtung. Dann sagen wir dem Licht, dass es auch folgen soll. Und zwar unserem Würfel. Mit minus z und y oben. Das gleiche hier auch nochmal. Würfel minus z, y oben. Und hier auch nochmal. Track to Würfel minus z, y oben. Okay. Jetzt sehen wir, dass die Lichter alle auf jeden Fall folgen. So, die haben jetzt scheinbar die Positionen übernommen. Mal hier mal den Keyframe weg. So. Das gleiche hier auch nochmal. Ein Keyframe weg. Okay. Schauen wir uns das mal an. Genau. Ah, sie folgen schon dem Würfel. Und jetzt müssen wir aber noch dafür sorgen, dass die Lichter zum einen Spots sind. Also so. Okay. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Der eine braucht eine Führung. Hier zwei. Okay. Jetzt haben wir also so eine Szene. Mit folgendem Licht, folgender Kamera. Okay. Das heißt, wir kommen jetzt zum letzten Schritt, und zwar dem Rendern. Und das bedeutet, wir lassen alle dreidimensionalen Daten zu einer Bilddatei berechnen und erhalten somit ein Standbild oder eine Bildsequenz, besser bekannt als Film. So, dazu muss ich hier erstmal die Abmessungen einstellen. Sagen wir mal, wir wollen hier mit HDV oder ja gut, HDTV 720p rendern. Das heißt, die Daten werden hier übernommen. Und jetzt müssen wir uns noch entscheiden, ob wir ein Bild rendern möchten oder eine Animation. Eine Animation würde jetzt zu lange dauern, deswegen nehme ich das Bild. Und schauen wir mal. Das aktuelle Bild würde jetzt also so aussehen. Wir haben drei Lichtquellen, deswegen dreimal Schatten. Und als Animation würde in etwa jedes Bild so wie hier aussehen. Ich denke, jetzt sollte jeder wissen, wie die 3D-Welt funktioniert. Und wir können uns endlich um die Bedienung von Blender 3D kümmern. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.